Ach, herrje. Dann muss er den Ball jetzt aber nach rechts rüberkicken, sonst ist das schlecht. Er muss nach rechts rüberkicken, das geht nicht anders. Genau, er hält das auch schon richtig hin. Aber wenn er nach links kickt, ist die Gefahr, dass das Ding an der Kiste hängen bleibt, weil er zu weit geht, einfach viel zu groß. Vielleicht hat er es gerade sogar selber gehört im Stream. Na? Das war alles korrekt, Knuckles ist auch korrekt, aber er hat sowohl die normale Siren als auch den normalen Sakana dabei. Ja, okay. Das ist denn der normale. Und die normale Siren. Abgefahrener Scheiß. Ist das abgefahrener Scheiß? Oder ist das eigentlich Standard? Ich habe nur keinen Plan. Also Standard gibt es ja tatsächlich nicht. Also gut, aber ich find so Corsair-Kraken Knuckles mit Tentacles, das ist schon so. Das ist schon eine. Ich nehme Corsair, also nehme ich die anderen drei Modelle auch mit. So, Handshake, ab geht die Reise. Ball liegt hinten auf dem Fast Ground. Das Gelb besteht außerhalb von 12 Zoll vom Corsair. Damit er nicht, damit sie nicht rein will. Damit er sie nicht gleich in der ersten Aktivierung reindragen kann. Dass er das nicht mit der zweiten vielleicht gegebenenfalls verhindern kann, ist durchaus klar, aber. Vielleicht hätte der Tobi sie auch weiter nach rechts rausziehen können. Dann bleibt er auch außerhalb der 12, aber steht trotzdem generell dichter zum Beispiel an einem Kraken dran oder an einer Siren, die da oben steht. Genau. Oben ist die Siren. Oben ist die Siren und der Sagana, genau. Den Rest haben wir schon ungefähr identifiziert. Genau. So, also legt los, guckt sich an, wie er den Ball holen kann, ob er sprinten muss, ob er geht. Sprintet wahrscheinlich. Jo, das tut er. Jo. Du hast Schluck auf. Ja. Ach, ja, das, okay. Aua, das war laut. Ja, und für die Ananas. Pass kommt. Und jetzt sehen wir auch schön. Genau, Momentum. Jetzt sehen wir auch den Momentum-Counter oben beim Eisen neben der Uhr. Das ist so gut. Das ist überhaupt eine Idee, theoretisch davon einfach mal zwei Stück zu machen. Also mal zu besorgen. Ja. Aber es wäre. Das will aber nicht jeder benutzen. Genau. Aber es wäre geil. Ja, geil, wenn viele Dinge. Aber ganz ehrlich, wir sehen ja auch unten diese. Was sind das da? Momentum-Token. Fußbälle, die ein Sternchen-Symbol um sich herum haben. Ah, okay. Und ich habe gedacht, das ist so ein Feuerbälle. Junge? Nee, nicht so ein Feuerball. Nicht so ein Feuerball. Andere Feuerball. Ja, Eisi misst erstmal die 3 AOE aus, die alte schmeißen kann. Will sich dann natürlich nicht so zusammenstellen, dass er 2 erwischt. Stellt sich auch brav außerhalb der normalen Charge-Reichweite hin. Jo, der macht mal Tooled Up auf die Chefin wahrscheinlich und geht rüber. Genau, Tooled Up, Token. Wir brauchen das ja jetzt nicht alles kommentieren. Und das ist ja so, raus. Da passiert ja jetzt erstmal noch nicht so viel Mächtiges. Ein bisschen Vorbereitung gedöns. Genau. Lass uns über Gotthiers reden, Hans. Ja. Kommt ja bald. Kommt irgendwann zeitnah, demnächst. Und? Sehr bald. Wir werden spielen. Ja, wir werden. Also nicht nur, dass wir es schon spielen eigentlich. Nein, aber wir spielen es dann richtig. Also mit den richtigen Puppen und so. Ja, da machen wir, also sobald der Scheiß draußen ist, machen wir hier bei uns im Club irgendwie einen krassen Event. Schöne Grüße nach überall, jeder, der irgendwie Gott hier mit am Start ist. Wie heißt das so schön? Connected euch mit uns irgendwie über Facebook oder sonst wie, keine Ahnung, über unsere Internetseite vom Club. Dann kriegt ihr das vielleicht auch mit, dass wir da ein Event zeitnah irgendwann starten. Okay, der Eisi macht das richtig, will jede Menge Momentum haben, bevor die Scalpel da einschlägt, potenziell. Kriegt Momentum. Knuckles spielt den Ball auf. Sakana. Auf Sakana. Sakana spielt den Ball gleich zurück auf Corsair.
als hättest du hellseherische Fähigkeiten. Abgefahren, oder? Ja. Kommt, 5 Momentum. Und als sie überlegt, aber vielleicht dodged. Gute Frage. Ja, Alice ihn stehen, okay, dann kommt Scalpel definitiv nicht ran. Also kann ich irgend so einen Scheiß machen wie ein Tor schießen und einen Takeout vorbereiten und dann irgendwie nächste Runde sozusagen nochmal 6 Punkte machen und dann schon bei 10 Punkten stehen. Das will Eisi nicht, das verstehe ich. Er misst da gerade die ganze Zeit von Corsair irgendwas. Ja, er misst von Corsair aus, wie weit Corsair mit seinen 12 Zoll, also Sprinten und ein Drag kommt. Genau, das wird jetzt, versucht er die andere Hexe zu luren, wahrscheinlich. Ja, macht er. Ja, und dann hat der liebe Herr Darkschneider vergessen, dass die Siren total hübsch ist und er deswegen minus 5 Zoll Range auf Character Plays kriegt. Das ist aber... Das ist richtig hart gerade für ihn, glaube ich. Oh ja. Okay. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Eisi die vielleicht eingepackt hat. Ja, deswegen nimmt man sie mit. Okay, Pass kommt. Corsair dodge dafür 4. Okay, dann geht er jetzt in Mühe und zieht gleich Corsair. Das Ding ist tatsächlich, wenn er sein Legendary macht, ne, dann kriegt er die vielleicht sogar noch tot. Das wäre natürlich gerade zum Ende der... Ja, weil nee, dann hat er einfach einen riesigen Momentumüberschuss. Den kann der Tobi gar nicht mehr aufholen. Also eine Kosset, die zerplatzt halt ziemlich schnell auch. Mit 12 Hitpoints, 4-0. Genau. Corsair, die Frage ist halt, was macht er jetzt? Er hat noch 5 Influence gleich. Tja, was tun? Okay. Jetzt ist die Frage, wie er es jetzt macht. Wie sieht das denn aus? Schafft danach denn Scapel Corsair zu legen? Keine Chance, ist das so. Der Tough Fight. Hat einfach mal 18 Platten. Also ich glaube, wenn er jetzt dafür sein Legendary benutzt, dann macht er halt, er hat jetzt 5 Momentum. Mit dem Takeout und dem Coup de Gras macht er halt zusammen auch nochmal die 4. Tja. Okay. Er ändert das ein bisschen, dann zieht er halt Scalpel rein. Okay, er draggt sie, okay. Ja, gut. Kommt. Dann zieht er sie an. Und dann haut er sie jetzt dreimal. Tja, aber was macht er damit großartig? Sie noch down schicken? Okay. Ja. Jo. Auf die 3-1. Jetzt pusht er sie ein bisschen durch die Gegend. Jo, und schubst ihn nochmal 2 Zoll. Lukribi unterstützt mich wieder und sagt, der hat Toughheit, einen guten Counter und 2 Zoll Mini. Ja, genau. Also deswegen, das Scalpel legt den Corsair nicht. Wie gesagt, du kannst ja mal Scalpels Playbook angucken. Rechne mal den Toughheit raus und wieder rein. Sie hat keinen Twist-Up drauf. Doch, das hat sie drauf. Ich habe nichts anlegen. Ja, ich gehe davon aus, dass er das drauf hat. Okay. Sag jetzt mal ganz vorsichtig. Wahrscheinlich liegt das noch bei den Kisten irgendwie, bei dem Influence-Stapel da, aber eigentlich muss er das drauf haben.
Ich wäre mir da nicht so sicher. Wenn er das nicht macht, dann hat er keinen. Na? Also, wenn ich mir jetzt das nochmal. Dann braucht er den Graves nicht mitnehmen. So, dafür muss er sein Momentum ausgeben. Und jetzt? Oje, oje, sage ich da mal. So, und das ist halt das, was ich meine. Sie hat jetzt 7 Momentum. Sie macht, wenn es ganz krass läuft, 6. Aber da muss er schon Ergebnisse nehmen, die er nicht unbedingt will. Und ach, das ist alles nicht schön, glaube ich. Na, Counter da? Hat Eisi Counter gesagt? Ui, alle. Er würfelt auch einfach mal alle. Ja, aber zu seiner Verteidigung muss ich sagen, er hat vorhin auch ein paar Mal richtig daneben gewürfelt. Warum nicht den Einwürfel raus? Weiß er nicht, dass Gable Anatomical Precision hat? Oder hat sie das seit neuestem nicht mehr? Doch, er denkt daran, alles gut. Ich habe mich nur gewundert, warum er den gerade zur Seite legt. Luke B ist auch die ganze Zeit bei uns dabei. Sehr gut. Und sagt auch die wichtigsten Sachen, die du die ganze Zeit erwähnst. Ich lese die einfach mit und denke so, wie schlau ihr beiden seid. Und ja, wir sind furchtbar weise. Ja, furchtbar. Die Frage ist, was macht er jetzt mit seinen 7 Hits? Oh Gott. Was ist? Ja, Eisi hat keine Counter angesagt? Nee, hat er nicht. Oh Gott, warum nicht? Weil er das Momentum haben will? Anscheinend schon, okay. Noch ein Moment des Knockdown. Ja, die macht ihn nicht tot, im Leben nicht. Ja, der Flo weiß Bescheid, deswegen sitzt er hier auch. Yeah. Und nicht, weil er nur so hübsch ist. Okay, das kann natürlich sein. Das kann ich so überhaupt gar nicht sehen, tatsächlich gerade. Ich kann aber mal kurz nachgucken gehen. Veteran Graves, das kann natürlich sein. Weil dann hat er natürlich keinen Hut ab. Das ist richtig. Ja, gut, gegen Fischer kann man das machen. Die Information kriegen wir gleich. Da habe ich natürlich nicht drauf geachtet, so genau. Das Leo, das werden wir gleich sehen. Aber er fängt schon wieder genauso gut an zu würfeln wie vorhin. Vier Hits. Da kommt das Spiritbomb. Moment, das Spiritbomb. Zwei Schaden und der 2 Zoll Push. Ja, das ist der Veteran Grace. Flaschensammler Grace. Wie gut, dass ich ihn hier auch liegen habe. Ja, du Fuchs. Okay, die sind schon mit der ersten Runde durch. Sehr genau. Gut. Ja, okay, genau. Das ist nämlich das, was. Wo ist. Ah, da hinten ist Scalpel. Okay, die hat sich selber noch gesecond winded, alles klar. Ja, aber. Eisi hat jetzt 4 Momentum vorne. Ich weiß nicht, ob er der Scalpel. Nee, ich glaube, er hatte der Scalpel keinen Schaden eingeschenkt. Puh. Übrigens, Flo, das ist auch ganz einfach. Die Karte von Veteran Graves liegt da rechts. Deswegen hättest du gar nicht bewegen müssen, nicht? Doch. Doch, ich bewege mich gerne. Ja. Oh. Es ist total nett, dass sie das machen, aber wir haben halt. Also, ich weiß nicht, wie wir die Beleuchtung einstellen müssen, damit man das nicht reflektierend hat. Ich hätte da so ein paar Ideen, indirekt aber... ich verstehe, was du meinst. Oh, das sieht nach einer Pause aus. Irgendjemand muss wohl... Oh, alles gut, wir haben ja Zeit. Ja, genau.
Dann lehnen wir uns zurück. Genau, also wir befinden uns in der vierten von vier Runden. Es wird heute keine fünfte geben. Nochmal ganz kurz einen Gruß raus an Hanni, falls er das sieht. Du hast 10 Euro gut bei mir, mein Lieber. Ich rechne dir die gerne an für das Turnier im Januar. Ansonsten kriegst du die auch wieder, weil Hanni hatte leider irgendwie überwiesen und dann, er war leider ein bisschen zu schnell. Aber, ne, also, wir können das verrechnen und dann bist du gerne im Turnier im Januar dabei, weil da haben wir Unlimited-Plätze quasi. Also, die lobe ich einfach mal aus. Ich gehe nicht davon aus, dass wir hier irgendwie 44 Leute haben werden, die mitspielen, aber wäre halt cool, wenn es wieder 16 sind, bin ich sehr zufrieden. Wenn es mehr als 16 sind, dann sind es halt mehr als 16, dann freue ich mich auch. Dann müssen wir halt aber 5 Runden spielen, deswegen machen wir es auf den Samstag. Und Samstag hat den Vorteil. Penny ist auf. Aha, ich wollte jetzt noch nicht sagen, dass Penny doch nebenan ist. Penny, nebenan ist Penny. Es könnte auch ein Netto sein. Oder ein Rewe. Aber nebenan ist ein Penny. Und ich sag mal und so. Und hier war mal ein Schlecker drin. Und eine Videothek, habe ich gehört. Hier war mal eine Videothek drin? Als letztes, ja. Na. Dann hat man mir Scheiße erzählt. Ja, dann hat man die Scheiße erzählt. Wann war hier denn eine Videothek? 1712 oder kurz vor Abschaffung der Betamax-Geschichten oder so. Okay, er fängt an mit Kossert, die verpisst sich ein bisschen, das ist okay. Achso, nee, er dodgt mal jemanden 4 Zoll. Wen hat der Eisi denn 4 Zoll gedodgt? Gar niemanden? Das glaube ich. Ah nee, Scalpel ist wie, Scalpel sei schon. Wie heißt sie? Kossert? Kossert. Warum bewegt er die dahin? Hat er die rausgenommen, der Eisi? Nein. Wobei da oben liegen Würfel. Ja, aber Eisi. Nee. Wie denn? Also, hä? Ja, das wüsste ich jetzt auch gerade nicht. Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Wir lassen das mal beim 0-0 stehen. Also da müsste ich jetzt schon. Hä? Nein, im Leben nicht. Aber warum? Achso, Eisi hatte die Ini, aber wen hat er denn gedodged? Hat er überhaupt irgendwen gedodged? Ja, Corsair, klar. Er hat Corsair gerade nach hinten gedodged. Na? Ja, natürlich. Ja. Also sieht man doch eindeutig. Ja, weil Corsair ist knocked down. Kriegt Scalpel das ansatzlos hin, den Corsair umzubumsen? Ich weiß nicht, wie viele Platten der Corsair noch hat. Ja, genau, alles klar. Das haben wir dann auch gerade gecheckt. Was schreibt er da? Zeit. Ja. Corsair. Und Corsair, ja. Ja, das ist total gut. Warum war ich so aktive Leute nicht vorhin, als ich alleine hier sappeln musste? Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Ja, wahrscheinlich hat meine Stimme sie vergrault. Nein, das glaube ich nicht. Ja, also die Frage ist halt, ich weiß nicht, wie viel Schaden Corsair jetzt schon eingeschenkt gekriegt hat. So viel kann es nicht gewesen sein eigentlich. Naja, wenn Corsair jetzt schon runter ist auf irgendwie 12 Platten. Huh. Okay. Zack, bumm, kommt. Tap-in passt, sei Dank. Okay. Wie warst du? Achso, nebenbei, als ich geredet habe. Okay. Das heißt also, du bist gerade tätig. Ja, nein. Wir wollen das nicht übertreiben. Nicht zu viele Dinge machen. Aber wir müssen das, wenn wir das jetzt nächstes Mal wieder so machen, dann optimieren wir das ein bisschen mit. Ja, also den Bildschirmstück weiter nach hinten. Nee, auch mit Turnierorga und Essen und so. Achso, dass du. Das optimieren wir ein bisschen, dass ich mehr Zeit hier habe, hier bei dir zu sitzen. Ich sitze ja gerne bei dir. genau, Eisi misst da immer ganz brav aus, wo so der. Ja, gut. Corsair gibt Momentum aus, steht auf und verpisst die nach hinten. Ah, okay, der Sakana hat da mal eine Smoke Bomb hingeschmissen. Smoke Bomb. Yo, my Smoke Bomb. Ja. Ja, gut, wird aber trotzdem eine ziemlich tote Runde für ein Eisi, würde ich sagen jetzt. Wer kann denn da ein Tor schießen jetzt von ihm? Gar keiner? Von Eisi. Ja, Sirenchen wahrscheinlich noch am ehesten. Also Sirenchen steht da oben relativ. Ja gut, die kriegt zur Not kriegt die einen Pass. Gut, dodge dann rein. 4 Zoll.
Aber das Ding ist halt, dann steht sie da, wo sie eigentlich auch nicht stehen will. Pelage, wenn ich das richtig sehe, hat auch 4. Das ist so die Richtung, die er gehen müsste eigentlich mit der Siren. Das will er nicht. Wenn er auf den Fastborn rauf geht, kommt sie 11 Zoll weit, kommt sie da außen rum. Hm, man weiß es nicht. Aber da steht sie halt auch schon sehr gefährlich weit am Rand. Alles irgendwie nicht so sexy. Nee, ich glaube, das ist gerade nicht so richtig gut für ein Eisi. Womit wir im Prinzip auch eindeutig bewiesen haben, dass Scalpel total OP ist. Ne? Das liegt nur an Scalpel. Das liegt nicht irgendwie am spielerischen Fähigkeiten oder so. Oh, da kommt so viel Text zwischendurch. Da ist noch mal. Was ist hier denn los? Jetzt kommt Eisi-Style. Er hat den Ball. Wie im Momentum. Ja, ja, genau. Das ist, ja, genau. Eisi spielt jetzt halt kein Eisi spielt jetzt halt kein Guild Ball mehr. Also das ist so. Das Problem ist bloß, ich weiß halt nicht, ob er. Wenn er das resetten will, quasi, dass Corsair da so viel auf die Nase gekriegt hat, ich weiß halt nicht, wie gewinnt Eisi denn dann das Spiel? Das ist so meine Frage, die ich mir stelle. Wenn er das halt mit, ich verpiss mich permanent nach hinten und ich schmeiß mal Bälle hin und her macht. Dann, ja, weiß ich nicht, was da passiert. Ja, er wartet halt darauf, dass irgendjemand sich zu nah ran traut und... Ja gut, aber die Uhr, guck mal, die beiden sind ungefähr gleich auf mit der Uhr. Die Frage ist, wie doll kann er ihn jetzt in die Uhr drücken, damit da irgendwas Komisches passiert? Ja. Und das, weiß ich nicht. Was sagt er? Zeit, einfach nur Zeit. Ja, klar, aber also... Ich weiß, dass der Eisi das kann. Das wissen wir alle, glaube ich. Aber die sind immer noch bei 35-35. Das ist. Ja, okay. Also, das Leo meint, Eisi hat in der Pause beschlossen, über die Uhr zu gewinnen. Oh, okay. Also vorm Spiel schon. Ja. Ah, nee, oder in der Pause, die sie eben gerade hatten, wahrscheinlich. Ah, das ist eine vernünftige Strategie. Wie sagt man so schön? Wuppa-Eismann-Style. Wuppa-Eismann-Style. Ja. So, jetzt überlegt er wieder mit Cosset, wie er da luren möchte. Bei den Luren kommt mir auch immer mal das Haar in den Kopf. Ja, das ist, oh Gott. Die Frage ist halt, okay, ja. Dann wird halt Sakana gelurt. Puh. Aber ich weiß nicht, ob es. Also, Oh, ich geh mal gucken, was sie wollen. Geh mal ganz kurz gucken. Ja, ich frag mal, was sie wollen. Ja. Da ist der Judge unterwegs. Flo. Okay, was der liebe Dark Schneider anscheinend nicht auf dem Peilsender hatte, ist, dass wenn er einen Charge macht, den hat er mit Cosset eben gemacht, ja. Und der Charge versemmelt ist, dass dann die Aktivierung zu Ende ist. Genau. Jupp, vorbei. Ja, genau. Ich hatte das Gefühl. Und das ist da, also ja, gut, muss man sagen, jetzt ist da. Fragt dann der Dark Schneider, ob er das denn irgendwie zurücknehmen kann. Und dann sagt er, also ja, steht die Figur, das ist halt irgendwie. Gebe ich ihm recht, alles gut. Kann man machen. Ja. Ich weiß nicht, Kraken hat, glaube ich, noch Influence. Und Kraken steht so, glaube ich, dass er rein theoretisch die Kosse zur Seite nach oben rausziehen kann gleich. Weil dann steht Kraken, ja gut, dann steht Kraken da ein bisschen doof rum. Puh. Er hat jetzt, glaube ich, den. Hat er den Sakana da wegbewegt, damit er außerhalb von der Kosse, von der Scalpel ist? Naja, genau. Ja, und das ist jetzt recht unspektakulär, das Spiel. Ja. Ich glaube leider, dass es auch ein bisschen unspektakulär wird.
weil Eisi das jetzt ultra defensiv runtergrinden will. Und jetzt gibt es einen Kreis mit Knuckles. Ja, genau. Hauptschule? Ja. Hauptschule? Ja, der Hauptschulkreis. Okay, wen Spirit bombet er da? Und wohin? Ist doch egal, Hauptsache er. Ah. Vakano und Knuckles. Ja, nee, Knuckles und. Trifft beide. Ist nur die Frage, wie er sie pusht. Jo, Knuckles weg. Sakana ran. Klingt vernünftig. Der Ball ist auf Tentakels? Nee, weiß ich nicht, auf Sakana. Okay. Ja. Ah, danke, Sonny. Mit unseren Kommentaren wird spektakulär. Baby. Okay, ja. Sie dodgt rein durch Second Wind und Second Wind nutzt Knuckles aus, damit er auch reinkommt. Ja. Wer hat Momentum? Gar keiner? Doch, ein Momentum bei... Da, oh, krass, von Togi. Ja, gut. Ja, super, so viel Momentum zu haben. Ich kann dazu nur sagen, ich weiß ja, dass Sonny im Januar uns besuchen kommt. Ja. Dann können wir den auch kommentieren. Freue ich mich drauf. Ich fahre erstmal im November nach Oberhausen. Das ist auch gut. Im November nach Oberhausen? Ja. Weißt du schon, welches Novemberwochenende? Ja, irgendwie 8., 9. Ah, okay. Der 9. wäre ein Samstag? Ich glaube ja. Also das Wochenende, ne, Guildball Deutschland, Fahrt nach Oberhausen. Da geht auch geiler Shit. Sonny ist ein Top-Typ, der organisiert immer die geilsten Turniere, wenn er nicht gerade die nicht organisiert, weil wir die organisieren. Kann ich bestätigen. Und ich habe noch nicht so viele Turniere gespielt, dass ich sagen kann, war bisher eines der besten. 9.11. Ja. Plätze sind noch frei. Ja, komm mal vorbei. Ich kann leider nicht. Ich habe Betriebsversammlung. Genau. Und Kassel ist hier sehr gerne gesehen. Alles gut. Wenn ich das vielleicht bis dahin hinkriege, ich weiß ja nicht, mit wie vielen Leuten ihr kommt, können wir ja nochmal schreiben. Dann kommen wir vielleicht, könnt ihr, was weiß ich, irgendwie kommt ihr einen Tag früher, pennt bei mir oder so. Das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Ich bin da zuversichtlich. So, was macht er? Achso, nächste Runde, Scalpel fängt an. Leo, du darfst auch sehr gerne vorbeikommen. Also es war jetzt nicht, dass wir dich vergessen wollen. Bei Leo habe ich sowieso noch, also der hat bei mir noch mindestens 18. Gut. Den habe ich schon so oft mit meiner Anwesenheit penetriert. Ui. So. Knuckles trifft er mit der Spirit Bomb. Den trifft er auch einfach. Und auch den trifft er. Er trifft einfach alles. Das ist dem Tobi vollkommen egal, was er hier würfeln muss. Okay, will er mit Scalpel doch noch ein Tor machen. Okay. Finde ich okay. Jo. Ich glaube, er holt gerade das Optimalste raus, oder? Ich sehe halt nur nicht, was er macht. Elvers 5 und 6 gewürfelt, falls du das meinst. Er hat und das Stream hängt gerade im Er hat halt nur 4 Würfel, weil Knuckles ihn engaged. Jetzt hat er aber eigentlich, hätte er eigentlich 5 Würfel gehabt. Also ich weiß nicht wofür, was er gerade macht. Aber eigentlich hat er 5 Würfel gehabt, wenn er auf Sakana nochmal haut. Jetzt gerade. Er hat eben noch den Crowdout von Tentacles, glaube ich, gehabt. Den hat er jetzt definitiv nicht mehr. Sonny, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Viel Spaß noch. Grüß deine Bande, Sonny. Grüß dich aufs Auge, Brudi. Ja, nee, und er wirft, guck mal, also der, er würfelt einfach wie so ein junger Gott. Wie schon gesagt, du sollst vielleicht Mittagessen gehen, holen.
dann sind plötzlich die Würfel genau umgekehrt. Ah, okay, alles klar. Jetzt hat sie keinen Influence mehr? Oder doch noch? Einen hat sie noch. Okay, alles klar. Ja, wie kommt sie da jetzt hin? Achso, er darf sich selber ja noch pushen. Ah, okay. Lokeri will auch mal nach Neumünster. Ja. Und wenn ich das richtig deute, macht er dann einen Zwischenstopp in Braunschweig vorher. Ja, das klingt doch auch gut. Ja, und sie schießt eine Bude. Cool. Ah, da muss ich ja mal Punkte einpflegen. Ja, 4 für den Dark Schneider. Und ich glaube, das schmeckt teilweise gerade nicht ganz so. Nö, die Scalpe stirbt jetzt aber trotzdem. Sind 4 zu 2. Also. Er kann jetzt, also eigentlich kann der Eise jetzt die Scalpe super gut vorbereiten und die Kosset super gut vorbereiten und seinen ganzen Haufen da hinten ziemlich sicher drin stehen haben. Ja, kann man machen. Wo will er den Ball denn dahin haben? Das ist auch völlig Katastrophe. Ja, gut. In die 1, 5 Zoll? Nein, in die 5, 1 Zoll. Okay. Ja, gut, dann liegt der Ball ja sicher, da kommt ja keiner ran. Genau, guck mal, was er da Schönes machen kann. Ja, perfekt. Genau das. Ich habe gerade geschlafen. Ja, pass auf. Also Icy kickt den Ball raus, aktiviert jetzt Corsair, schiebt ihn ein bisschen hin. Alles cool, kann er genauso machen. Wobei mir das da tatsächlich immer lieber wäre, wenn die Leute mal einfach mal Proxy-Bases benutzen, bevor sie eine Figur anfassen. Aber na gut. Dann macht er Legendary an. Genau, und zieht auch die Lady auf. Über einen Zoll. Höhö. Auf über einen Zoll? Ja, damit sie nicht zurückhauen kann. Ah, okay. So, und dann hat er jetzt 6 Influence und kann damit wilde Sau spielen. Schickt beide zu Boden auf jeden Fall gleich. Wo ist der Ball jetzt eigentlich? Der liegt da unten bei Tentacles. Ja, so. Okay. Jetzt geht's los. Jo. Würfel mehr. Ja, er muss sie tothauen, definitiv, was heißt muss, aber das macht er halt einfach, weil sie überhaupt Influence auf sich drauf hat. Die haut er jetzt tot, ja. Die kostet, und dann kann er schon anfangen mit Knuckles und gegebenenfalls vielleicht und Corsair auf Scalpel drauf zu trümmern. So, dann hat er halt den einen Tag auch diese Runde, den anderen bereitet er für den Anfang nächste Runde vor. Oh Gott. Er würfelt einfach nichts auf eine 3-0-Puppe mit 7. Er würfelt auch einen Würfel zu wenig. Okay, jetzt schickt er auch noch Scalpel Knockdown. Oh. Hast du 7 Würfel in der Hand, Icy? Ah ne, okay, kommt drauf an, gehen die nur raus. Okay, Corsair ist wieder bei 16 Platten oder irgendwie sowas. Also der ist auf jeden Fall ziemlich weit geil. 1-2 Schaden hat er. Okay, die beiden Ladies sind Knockdown, die vor ihm liegen. Kraken und Knuckles sind noch dran. Okay, Cosset verbrät ihre Aktivierung damit, dass sie einfach nur aufsteht. Ist in Ordnung. Genau, jetzt erzeugt Icy ein bisschen Crowdouts. Und wie gesagt, er bereitet jetzt beide so vor, dass... also wie gesagt, im Idealfall nimmt er eine von beiden raus. Ich glaube, ich würde Cosset halt einfach rausnehmen. Das geht einfacher jetzt. Und dann schon Scalpel sehr doll vorbereiten. Was ist, wenn er beide nur vorbereitet und Scalpel rausnimmt? Nee, das Problem ist, dass er macht ja kein Momentes Damage und das Coup de Gras hast du nur einmal pro Runde von Corsair, womit du die Momentum Points kriegst, wenn du ein Modell rausnimmst. Das heißt, er will eigentlich im Idealfall einmal diese Runde des Coup de Gras haben und einmal nächste Runde. Den Coup de Gras, oder? Ja. Super, ja, ach, vergiss es. Wenn Engländer auf Karten hinten französische Begriffe raufschreiben. Ich wusste nicht mal, dass es französisch ist. Coup de Gras. Ja,
Coupe de Grace, Alter. Ich habe 6 Zoll Aura gelesen, das reicht mir. Genau, 6 Zoll Aura ist Coupe de Grace, Alter. Coupe de Grace, Alter. Grace, Digga. Oh, da war sie gerade mit dem, was er gemacht hat, nicht so glücklich drüber. Weiß ich nicht, was hat er denn? Was macht er denn da? Achso, ja, gerade. Der kleine Oktopode hat sich den Ball geholt, alles cool. Ja, er hätte ihn noch zurückwobbeln lassen können. Er hat gerade mit Sakana auf Scapel irgendwas gemacht, das hat nicht wirklich. Achso, vielleicht hätte er gerne tatsächlich einen Weak Point getroffen. Ja, das kann sein. Oh Mann, ey, ich habe eine Stelle an der Nase. Ah. So. Was schreibt er? Ich glaube, der Coupe de Grace. Ja, deswegen sage ich ja, das ist. Genau. Ich bin da bei dir. Wird ja mit Gnadenschuss übersetzt. Ah, okay. Oder Gnadenstoß. Die Corsair macht einen Gnadenstoß gegen eines der Mädels. Hundewelpen. So, und da kommt jetzt der Kraken. Mal gucken, ob der es schafft, die Lady zu zerhauen. Okay. Ja, gut, stimmt schon. Ah, jetzt verstehe ich. Alles klar. Denn. Ja, nee, gut, okay, also ich mach das jetzt ein bisschen anders. 1, 2. Genau, und noch einmal das Ganze. Ein Würfel. Das ist ein Damage, das ist ein 6. Und dann mache ich noch ein bisschen Push. Ja. Okay, und dann sind wir auch schon mit der Runde durch. Ja, gut, ich habe gedacht, das forciert er vielleicht auf einem von den beiden Modellen. Damit er diese Runde Coupe de Grace kriegt und nächste Runde. Aber auch andersrum, und so andersrum, wenn er die jetzt beide schon so weit runter hat, ne? Dann drückt er ihn halt so mies in die Aktivierungsverlustierung rein, hätte ich beinahe gesagt. Dann hat Icy halt einfach mal 2 Aktivierungen mehr in der Runde. Genau, und deswegen, das war die Idee, die ich vorhin hatte. Ja, es bringt jetzt nichts auf die Scapel richtig viel Info aufzupacken, weil da, wo das meiste Info ist oder das, was für Icy am gefährlichsten ist, wird er gleich raus. Und auf beide kein Impf zu verteilen, bringt auch nichts. Okay, Icy fängt an. Genau, Knuckles 4, Corsair 6, Kraken 3. Das Bild hängt schon wieder. Also jedenfalls eines der Bilder. Ja. Oh, mir fällt die ganze Zeit auf. Na? Nee, alles sehr gut. Nichts Schlimmes? Nö, es steht nur ab und zu. Ach so. Das ist, wo der Greenfield ist. Okay, da hinten. Nee, oben links in der Ecke steht er. Ja, okay. Lösen wir nächstes Mal anders. Punkt. So. Mit O. Ja, was haut er da aufs gelbe Raum? Auf 3, 4 Influence? Macht sie was mit 3? Ja, mit 3 macht sie was. Aber mit 3 kann sie was machen, das ist schon in Ordnung. Ja gut, aber wenn er nichts auf die drauf packt. Richtig, der gut, Corsair hat ein gratis Charge, wenn sie nicht engaged ist. Ne? Ist sie zwar gerade doppelt, aber... Ja gut, aber er wird dann wahrscheinlich als erstes... Scapel raushauen, 3 Influence für die Tüte. Und also mit der Uhr klappt das auf jeden Fall nicht so richtig geil, weil man weiß, wie das aussieht, finde ich. Das könnte besser sein. Ja. Aber er muss ja auch gar nicht mehr so die Uhr drücken, weil die Motivations sind ja drin. Sie sind ja gerade da, wo er sie haben will. Ja, klar, also... Oh, da gehen doch noch 2 hin. Ja, völlig egal. Push. Oder haut er mit Sakana drauf?
Ja, als Arcana. Ja. Er wirbt dann immer auf die 1 und macht dann halt den Schaden. So, eine Platte hat die Scalpel, glaube ich, noch. Ja, beim ersten Mal musst du es nehmen, Isaac. Kriegst du nochmal 3. Jo, genau. Ja, und dann ist Arcana immer noch dran. Hat noch 2 Influence. Oder ein? Nö, einen hat er noch. Okay. 2 Punkte. Jo. Also ich leg die 2 Punkte doch neben die Uhr, dann siehst du das auch, weil der Tobias hat schon 4. Oha. Was ist? Ein Lure auf Corsair? Ne, kommt nicht. Warum wollte er das machen? Damit er Corsair bewegen kann. Oder damit er mit Corsair auf irgendwen von den anderen draufhauen kann. Ah, okay. Ja, Lua ist ja... So war das so, oder? Nö, das ist nur ein Jog, okay. Ah ne, das war Seduced, was ich meine. Was die Siren hat. Das ist auch nicht das, was ich meine. Was meine ich denn? Meine ich Puppet Master? Wahrscheinlich. Ist auch egal. Nee, da war irgendwas mit Schuss oder Attack. Ja. Das kommt mir auf alle Fälle bekannt vor. So, die Corsair kann auch nicht mehr viele Platten haben. Ach jetzt. Ja, Knuckles haut jetzt mal auf die Corsair drauf. Ich glaube, das Schlimme ist, Knuckles kann sie jetzt sogar umhauen. Aber er hat sie nicht umgehauen. Nee. Ja. Oh, doch, hat sie doch umgehauen. Okay, lässt sie, nee, stopp, er lässt sie noch mit einer Platte stehen. Ja, das, wenn die Spieler dann so hin und her machen. Nee, wie viel hat sie noch? Ich hau ihr, nee, ah, nee, doch nicht. Damit ich Lust hätte, sie bei mir aufgehauen. Ich habe 12. Da sollte der Eispop aber dann vielleicht auch mal ganz nett sein, wenn der Tobi ihn mal wieder darum bittet, irgendwas rückgängig zu machen, das auch vielleicht zu nehmen. Weil der hätte jetzt auch sagen können, nö, pass mal auf, du hast die rausgehauen, die ist jetzt raus. Okay. Jetzt pusht er sie 6 Mal durch die Gegend, das ist völlig witzlos. Völlig, aber was soll er sonst machen? Ja, dann ist Corsair auch wieder komplett fit. Dann ist Knuckles auch wieder komplett fit. Und im Normalfall macht Isaac jetzt wahrscheinlich nochmal 5 Momente. Das heißt, egal was er macht, er wird auf alle Fälle das Momentum Race gewinnen. Ja, ja, der fängt die nächste Runde an. Die Frage ist nur, was macht er dann damit? Das weiß ich jetzt auch nicht. Oh, ich muss gestehen. Du bist ein bisschen müde. Ein wenig müde, ja. Das Bild bewegt sich noch? Nein. Läuft alles flüssig. Alles ganz entspannt. Es war eine kurze... Ah, okay, jetzt hat er sie umgehauen. Er hat sie umgehauen, ich darf Punkte hochsetzen. Achso. Ja. Zack. Und dann sind sie durch. 4-4 und die vierte Runde kommt. Oder die fünfte Runde.
Und Eis ist immer noch in der Zeit hinten. Ja. Los, clock ihn. Ah, ja gut. Eisi lässt ihn anfangen. Nett. Sehr nett. Damit er bloß einen Moment hat. Ja, was macht Tobi jetzt als erstes? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was man da jetzt Gutes machen kann. Das Problem ist, wenn das nachher in die Zeit gehen sollte, dann kann Eisi halt aktuell immer noch ein Tor schießen einfach, wenn die sich jetzt ein paar Stunden lang hin und her klicken. So ungefähr. Ja, er spielt ein bisschen Fußball. Hallo, du scheinst auch ein wenig müde zu sein. Ja, das ist ja überhaupt nicht so meine Aufstehzeit vor 10. Aber bei mir stimmt das, berufsbedingt. Als Drogendealer verkaufst du halt morgens um 10 nicht so viel. Warte mal, das stimmt aber gar nicht. Also bis 10 ist noch eine ganz gute Zeit. Also danach wird es dann ein bisschen schwieriger. Ja, nee, die meisten Leute legen ja so gegen 5 oder 6 nochmal nach. Da ist 10 eigentlich schon völlig draußen. Da musst du dir auch viel zu viel mit denen diskutieren. Und dann ist es, du meinst, es ist zu anstrengend? Ja, ja, wahrscheinlich. Gut. Ball ist auf Kranken, glaube ich. Macht gleich einen Pass auf Siren. Ich sehe den Ball zwar nicht, also auf der Kraken. Der Ball ist auf der linken Seite da. Ja, also der liegt nicht da, wo er liegt, sondern der liegt, glaube ich, bei Kraken. Tentakel hat den Pass gemacht, wolltest du sagen? Nee, ich glaube, in dem Fall war es tatsächlich Knuckles. Okay. Bin ich, ja, pass auf Siren, genau. Go, 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 go. Bisschen nach vorne. Okay. Da bleibt doch Corsair und Siren übrig. So, aber die Frage ist halt, wenn Eisi jetzt immer würfelt und immer 2 Minuten in der Uhr hinten ist, das ist alles trotzdem nicht gut. Ja, aber also das wird jetzt ein, ich glaube, leider wird das ein, ach, wie soll man sagen, ein wenig schönes ein Spiel. Ein zähes Spiel. Ja, manchmal ist es also, wie sagte Eisi, sagte das mal, wenn du dazu spielst, dann ist halt Endgame, ne? Okay. Ich glaube, so ähnlich hat er das mal formuliert. Hat er ja auch nicht ganz unrecht mit. Also, warum sollte jetzt einer von beiden so doof sein und sich irgendwo hinstellen, wo der andere ihn einfach weghauen kann? Warum? Gibt es überhaupt keine Notwendigkeit für. Für die Zuschauer. Ja, aber die Jungs spielen ja nicht für die Zuschauer, die spielen ja für sich. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ruhm und Ehre und vielleicht müsste man einfach für den geilsten Move nochmal im Finale. Wir beide müssen uns nochmal überlegen, wer Best Painted hat. Oh, müssen wir das überlegen? Das überlegen wir beide. Du meinst Best Hobbyist? Ja, Best Hobbyist, genau. Also Umbau und Bemalung zählen ja alles rein. Also ich werfe mir jetzt mal ein paar Namen in den Raum, die auf jeden Fall dabei wären für mich. Ja. Also dabei ist auf jeden Fall Timmy mit seinen schönen Falkeners. Die sind cool. Ja, okay. Cool umgebaut ist auch der Kram von Swine einfach, muss man mal so sagen, finde ich. Die Sith-Order quasi. Ja, ich hatte irgendwas mit einem Ball in Dreieck, ja, in Pyramidenform. Ja, genau. So. Ich weiß nicht, wer da jetzt noch für dich dabei ist. Für mich? Die von Robbe sehen auch schick aus, die Fisherman. Definitiv. Ja. Hat er irgendwas mitbekommen, dass Robbe irgendwie sich jetzt Miner holen will oder so? Das kann sein, ja. Ich muss das nachher nochmal nachfragen. So. Wen hast du denn noch so, der dir jetzt einfällt? Ja. Machen wir die Abstimmung nachher eigentlich geheim, wir beide? Ja, wir beide machen das jetzt geheim nachher gleich. Das sollen die Leute ja nicht vorher wissen. Dafür muss man dann halt herkommen, wenn man wissen will, wer Best Hobbyist geworden ist.
Ich dachte, wir diskutieren das jetzt hier so aus. Nö. Und, ich muss noch mal ganz kurz rumgehen gleich und mal nach einem Favorite Opponent fragen. Ja. Muss ich? Ja, wie fragst du das? Einfach ganz offen? Ja, also ich dachte, gib mir mal einen Kugelschreiber mal her. Ich finde nämlich schon, wo der ist. Ja, weil mein Bleistift weg war. Ja, der Bleistift. Wir haben einfach mal Stifte getauscht. Gut. Da wird irgendwie extra Tag verteilt. Vorbeizukommen und Best Painted oder Best Hobbyist zu finden, mitzubekommen, wer es ist, oder ihn abzugreifen. Loki Brie, das kannst du leider nochmal dazu schreiben. Das kann ich dir nicht sagen. Ich könnte mal ganz kurz laufen, dann müsste hier ein paar Sekunden dem Spiel alleine duschen. Ich mach das mal ganz kurz. Ist zwar unhöflich, euch allein zu lassen, aber... Ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, aber es ist Single Out. Ach. Man kann ja auch Best Opponent werden. Da kannst du auch was abgreifen. Ja, da wird ein bisschen hin und her gezogen. Stück voran. Stück zur Seite, das ganze Influence liegen lassen. So, Sarkana. Bonus-Time. Das war wohl nichts. Bonus-Time nochmal. Und holt sich die Flash, müsste es sein, wobei da müsste ich... Nee, Flash ist es nicht.
Ja. Ist das Kossert? Möglich ist es. Ich müsste loslaufen, um das sicher zu sagen. Oder wir warten, bis Flo einfach da ist. Ja, leider. Aber ich bin ein Oha, das wird interessant, wer der Favorite Opponent wird. Ja. Ich habe noch vier Leute nicht gefragt. Ja. Ganz kurz, wer ist das? Das ist das Kossert? Das ist Kossert, ja. Ja, okay. Muss hier doch mal ein bisschen. Eisi hat gerade den ersten Drake Gewohnungsreihen verwürfelt. Oh nein. Ja. Das ist schlecht. Also, du sagst Best Opponent. Best Opponent wird jetzt knapp. Ich muss noch vier Leute fragen. Ich zeige dir das mal. Wenn die aktuell, also, alle, die hier draufstehen, sind schon mal erwähnt worden. Ja. Und wo ich Striche hinter habe, das sind halt die... Okay, die mehr als einen. Genau. Interessant. Gut. Wie ist das? Sollen wir nachher, nach dem Finale, euch noch ein paar Informationen einblenden? Oder holt euch den Rest aus Longchains? Schreibt mal was dazu. So, Flo hat die letzten beiden, die er fragt. Aber Flo eigentlich alle. Ja, das ist ja schön. Also das ist ja schön. Ja, also. So, also irgendwie ist das verdächtig, wenn Flo nicht da ist, wirft Dax Schneider eher so semi-optimal. Ja, okay, das sind wieder eher so die tendenziellen Würfe, wie wir es kennen. Zuschauer. Die 15, 16 könnten wir heute echt noch mal kurz knacken. Auch wenn das Spiel gerade vielleicht nicht so spannend ist. Knockdown für Cousin. Was ist ein Komplott? Lokribi. Okay, Cousin wird da gepusht. Steht auf für Momentum, bewegt sich wieder zurück. Ja.
So, dann Gewinner beim Favorite Opponent. Wunderbar. Hm? Ja. Basis gehören mit zur Figur, oder? Ja, ja, die. Ja, dann finde ich die von Robin. Okay. So. Ja, ich finde, es sollte halt immer sein. Ich finde auch Best Painter ist der sollte sein Schönste geben. Best, ja, deswegen habe ich ja Best Hobbyist. Also ich habe das, das war die Idee. Also genau, wir verleihen hier heute auch noch den Best Hobbyist sozusagen. Weil, genau wie Mario eben sagte, das sollte halt die schönste Gilde sein. Einfach darum geht's. Geht nicht darum, wer hat die Figuren am krassesten bemalt, sondern da fließt ja so viel mit rein. Wer hat da noch geile Umbauten mit drin und so weiter. Das sind alles so Punkte. So, wir haben schon ein Ergebnis von dieser Runde. Ich trage das schon mal ein. Wo habe ich euch denn? Da. Der Würfelkomplott. Ja, ja. Wer hat bei euch gekickt? Weißt du das, Mario? Ja, Freitag. Okay. Ja, damit er weiter vorne steht. Dann gib mir doch mal deinen Zettel mit den Best-Hobbyisten. Oder schreib die nochmal auf diesen noch mal Zettel auf. Genau. Ganz geheim. Und dann werde ich meine Runde machen und Flo mal hier ganz alleine. Na gut, alleine lasse ich ihn nicht sitzen. Hä? Die Kamera da ist an dir. Aber du bist weit genug draußen. Du bist weit draußen, ja. Aber nicht, dass man nicht mehr sieht, weil meine Schönheit alles übersteht. Ja, ja, das passiert nicht, weil wir beide so fett sind. Genau, wir sind einfach. Du kannst, wenn du möchtest, also das hier ist jetzt der aktuell anonymes Gewählte quasi. Das ist der von dir gewählte. Ja, und von eigentlich fast allen anderen auch. Du kannst dir tatsächlich nochmal. Ja, die Frage ist ja, entscheidet die Mehrheit dabei oder entscheidet nein, die nein, das entscheiden wir. Du hast dir, nur guck dir mal die beiden an. Dann lasse ich das auch so verdeckt da. Weißt du, welche das sind, ne? Ja, ja, ich werde tendenziell einfach auch nochmal an anderen vorbeigehen. Ja, mach das mal. Damit keiner irgendwie auf die Idee kommt. Genau, jetzt muss ich hier alleine kommentieren. Also ich stehe 4-4, Eisi hat 2 Takeouts, der Dag Schneider hat immer noch ein Tor. Ja, und sie stallen sich da halt gegenseitig zurecht. Leider ist die Auflösung von unserem großen Bildschirm so scheiße. Jetzt ist es wieder besser, sehr gut. Was passiert da? Corsair steht drinnen und wird vermobbt. Ja, er spielt Corsair. Hat mich auch schon fast schockiert, möchte ich sagen. Aber Corsair mit der normalen Siren und dem normalen Sarkana. Ja, genau. Und Corsair steht jetzt oben rechts so ein bisschen da bei Scalpel und den Veteran Graves drin. Und da hinten ist noch eine Pillage, die vollen Influence-Stack hat, so wie das aussieht. Da geht jetzt, glaube ich, der Corsair gleich nach Hause. Da wüsste ich nicht, was er da noch großartig gegen machen kann. Ich weiß nicht, doch Kraken könnte vielleicht hingehen und sich die Pillage ranziehen, um das zu verhindern, aber das ist halt auch so, ja cool, dann geht die Pillage halt nicht zu Corsair hin, sondern zu Kraken. Ja. Boah, längst hat Eisen schon wieder 8 Momentum gerade. Ich weiß nicht, wie viel Influence Gelbe gerade noch hat. Ich glaube, die 2, die da so in der Mitte vom Tor liegen. Dahinter, ne? Ja, nee, ja, entweder eine von beiden ist Cosset. Ich glaube, Cosset ist die weiter zu uns entsteht und Scalpel ist die hinter quasi versteckt. Das ist doch Veteran Graves, oder? Ja, oder einer von den beiden ist Veteran Graves und Cosset ist gerade draußen. Auch das kann sein. Das ist halt, bei der Auflösung ist halt scheiße. Also übertragen wird es ja in der Qualität. Ja, ja. Das ist halt nur für uns zum Gucken. Ne, oben ist die Scalpel. Ja, oben ist die Scalpel. Und unten ist der Graves, genau. Okay. Schon wegkommen. Oh, Eisi hat mittlerweile mit der Ruhe aufgeholt. Das hatte Tobias auch so schön gemacht. Eisi war hinten in der Ruhe, ja. Ganz schön doll sogar. 3-4 Minuten. Hä? Oder das war der Stack, den er auf. Nee, ja, okay, den sehen wir noch nicht genau. Jo,
Welcome to the Gangbang, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Frei nach dem Motto, was du kannst, kann ich auch. Der Ball ist auf irgendeinem Modell oder liegt da? Man weiß es wieder nicht. 3, 4, okay, dann liegt der Ball entweder da rum oder er ist bei Knuckles. Oder er hat ihn nicht mitgenommen. Ja, haha, du Trottel, hast den Ball nicht mitgenommen, Loser. So, das ist Pilage jetzt, ja. Ja, er ist... Weiß ich nicht. Ja, das war's. Wir brauchen nur einen Hit. Ne, zwei. Ein. Ah ja, genau. Ein. Hat er noch nicht. Hat er nicht. Na? Wollen wir es auswürfeln? Also... Wenn du eine Meinung hast, kann das entscheiden. Du meinst Klammer? Oder? Ja, also ich finde beide einfach cool, ne? Verdammt gut, ja. Ja. Und ich finde ohne Begründung Klammer. Wenn man auf die Details und Umbauten geht, wäre es halt. Hast du echt nicht? Okay, dann ist das Thema erledigt. Was ist? Der Maler selbst mal. Ach, okay. Also, er verliert zumindest nicht richtig den Maler, aber er setzt ihn mal in den Kopf. Das ist wirklich so. Kann gut sein, dass das so ist. Ich frage ihn gleich mal. Also, ich hatte am Rande was in die Richtung auch gehört. Aber hast du das nicht sogar gesagt? Nee. Mit Kohlefigur? Okay. Das war ja dann. Okay, er lässt Corsair natürlich stehen, das ist schön. Aber Pilar steht da echt sehr ungünstig. Also Base-to-Base gehen wäre aus zwei Gründen richtig gut gewesen. Erstens, er kann sie mit Kraken wahrscheinlich nur in einen total bescheuerten Winkel vielleicht draggen. Also ich sage ja so oben hinrennen und dann, ne? Ja, die ist halt, das, so ist das ja gut. Das, Kommt halt auf die, so ist es halt wegen der Größe ein bisschen ätzend. Ne? Aber sind wir mal ganz ehrlich, wir sind ja, das ist ja nur in der Probierphase. Ne? Und ich finde dafür, dass wir unseren kleinen Popelclub haben und hier Spiele kommentiert, streamen können, das ist schon ganz cool. Vor allem, da wird es das erste Mal einfach machen. Also Verbesserungsvorschläge und ähnliches, gerne her damit. Das nichts Neues. Ja. Okay, er geht ran. Jo, frei nach dem Motto, wenn du den Scrum zu mir bringst, bring ich den Scrum zu mir. 12, 13. Echt? Wie viel haben wir jetzt gerade? 13. Schon cool. Also, da läuft was! Im Schnitt immer über 10 nochmal. Das wird auf jeden Fall Influencer. Ich bin Influencer, genau. Und dabei haben wir noch gar keine Werbung für deinen Podcast gemacht. Wie ist denn das Gott, da ja. Eigentlich mit den Folgen? Ach Gott. Muss mal wieder das Aufnahmegerät mitnehmen und mir meinen Pizzakarton und sowas aufs Armaturenbrett stellen. Ihr kennt die Geschichte. Also, wenn ihr sie nicht kennt. Ja, ach, ihr dürft mich, nervt mich damit auch alle, ist ja in Ordnung. Das Leben ist schon besser, wenn du den Podcast nicht machst. die Welt an sich ja, dein Leben im Speziellen wahrscheinlich auch. Aber generell ist, also, für mich ist das besser. Wenn du ihn machst. Ja, das ist witziger einfach. Ja. So, gleich sind die beiden wieder gleich auf mit der Uhr. Was macht er da? Spielt den Ball, okay. Ah, okay, er will. Okay. Ja, gut, dann denkt Isaac sich, dann gehe ich halt in den Scrum rein, ne? Kann Isaac sowas? der weiß doch gar nicht, wie man das macht. Hilf ihm nochmal, geh nochmal da jemand hin und hilf ihm. Du musst den Scrum bei dir. Ja! Wo spielst du denn den Scrum? Diesmal haben beide ganz gut in, oder? Boah, das eskaliert volle Wucht gerade, ey. Da kann ich überhaupt nicht sagen, wer das gewinnt gerade. Und wie war das? Das
war zu lang. Ja, das war zu lang. Vor 10 Minuten das Spiel wird voll langweilig. Die Stolz, oh wow, Gott, Alter, was würfelt er denn da? Einfach mal 5 Hits außer Hand. Aber die tun sich beide nichts mit dem Würfeln. Das möchte ich nur Fremden geben. Nee, ja. Das ist schon wieder so. Ich weiß aber gerade auch nicht besser. Ja. Wo könnte ich haben sollen? Ich überweise den Euro mehr. Ja, alles gut, ich hab dir was. Du kannst ja auch, also, kannst ja auch so einfach mal starten. Ich lade dich mal ein. Das ist so lieb von dir. Weiß Mario eigentlich, dass das Mikrofon so empfindlich ist, dass auch sein Geflüster eindeutig wie lautes Schreien durch den Äther kommt? Weiß ich nicht. Sorry. Wir haben vergessen. Also es ist so geil, wenn die beiden sich einfach mal kurz nicht bewegen, denkt man, das Bild steht. Nein, es steht gar nicht. Der Spoiler, du hast ja noch keine Aufmerksamkeit mehr gehauen. Ja, wie viel Leben hat der denn dann? Ja, genau. Weiß keiner halt. Seit dem Honor-Update nicht mehr. Nee. Honor ist so brutal stark jetzt. Echt? Ich wollte gerade sagen, wie viele Masons haben wir denn ein? Und der spielt den ganzen Tag nur Corbelli bis jetzt. Also wenn ich, er hat die Power Curve nicht verstanden. Der ist voll nicht im Meter. Nee, der ist voll nicht im Meter. Genau. Oh Gott. Ach, guck mal, liebevolle Umarmung draußen beim Rauchen. Nee, das ist eher eine hassvolle Umarmung, glaube ich. Nee. Timmy hat gerade. Achso, den Julius umarmt, ja. Geht das? Und ich kriegt man die auch irgendwie rum an bestimmten Körperstellen. An deinem Mikroständer. Am Hals oder am Mikroständer. Oder am linken Knöchel. Da kann man mich umarmen. Komplett. Oder du hast halt, bist halt so ein Affenmann. Hast so Hände, die in den Knickeln hängen. Oh, guck mal, hier, guck mal, hab ich mal. Aber Affen haben sehr kleine Penisse. Ja. Aber Affen ficken immer. Aber guck mal, die Affen an. Affen Bonobos haben kleine Penisse, aber ficken immer. Bonobos. Affen sind geile Ficker. Nicht alle. Alle Affen sind immer geile Ficker. Könnt ihr das Thema wieder ändern? Wir haben gerade 2 Zuschauer verloren. Okay, kommen wir mal zurück zum apokalyptischen sinnlosen Spiel. Ja, also was da jetzt passiert, das weiß doch keine Sau. Wie soll man da irgendwas vorhersehen können, was da jetzt gleich passiert? Also offensichtlich aktiviert Icy irgendwen. Und der irgendwer... Und ich glaube, das ist Corsair, den er gerade aktiviert, oder? Nee, Kraken. Nein, noch nicht Kraken. Ich glaube Corsair. Deswegen messen sie ja gerade... Damit er drinnen bleibt und so, ja. Minus 3. Ach, eines Lockdown hier vorne. Ja. Nee, okay, er hat sich verzählt. Würfelt er nochmal. Auf wen haut Corsair denn? Irgendwen? Okay, Pillage. Ja gut, das ist ihm ja egal, ob er da noch einen Moment des Damage macht, ne? Ja, nein. Hm? Wie viel Leben Pillage noch hat? Keine Ahnung. Das weiß nur wahrscheinlich... Also jetzt höchstens noch 10. Sind da echt zwischendurch nochmal Punkte gefallen? Nicht, dass ich das gesehen hätte. Gut. Ich wollte nur nachfragen, um meine Pflicht wenn ich gewinne. Nee, noch ein bisschen mehr. Ich hatte mal so eine Waffe da. Ich hätte irgendwas mit Tod gehört. Ja, Pelage ist gerade verreckt. Wo ist der Ball? Auf Sakana, der da in der Mitte steht. Auf dem vollgepumpten Sakana, der in der Mitte steht. Wie steht der? Ein Bodybuilder-Sakana. 6 zu 4.
Das ist ganz gut, glaube ich, gerade. Gut, das war halt die Corsair-Aktivierung, ne? Mit 6 Influence. Die darf dann halt nochmal 2 Punkte bringen. Das Problem ist nur, dass der alter Vater Kaboom. Ich weiß ja nicht, wie viele Leben die Scalpel hat, aber Scalpel wird nicht besser. Ja, Scalpel und Cosset waren zwischendurch schon mal raus. Die hat er beide rausgehauen, irgendwann da heißt sie. Relativ zum Anfang. In der zweiten Runde. Zweite Runde, ja. Oder so. Weißt du, weil er ist ja kaum nicht, dass der die Arcane kommt. Was tun sie mit dem? Ja, ja, der. Er rappt einfach mal mit Scalpel. Boom, Corsair weg. Und dann hat sie noch 3 Influence oder sowas. 4, glaube ich. Ja. Ausgleich zum 6-6, korrekt. Ja, ja, sie dodgt, dann kommt Knuckles rein. Dudum! Das hat Heisi ganz gut erkannt. Lightning Reflex ist scheiße! Ja, Mann! Das ist richtig! Ich dachte, nee. Nee, Knuckles hat die. Oder? Könntest du vielleicht vom School? Na, seid ihr durch? Okay, Folge 12. 12-6 habe ich gewonnen. Geiler Macker, wer hat gekickt? Gegen Covelli. Wer hat denn gekickt? Ich habe gekickt. Okay. Du hattest recht. Donzer ist so geil. Wer hat denn deine Tore geschossen? Ich dachte mir, was mit der Wunsch, da sind doch Wunsch und Mario nicht mehr. Aber ich habe deine Tipp beherzigt. Ich habe jetzt die letzten beiden Spiele eigentlich selbst gewonnen. Ja, hättest du mal vorher gemacht. Hätte ich mal vormachen sollen. Ja. Dann hat sie jetzt 4 Spiele gewonnen. Vorher habe ich mir selber was überlegt. Ja, das Max merkt sich selber gerade. Läuft super, das hören wir gerne. Ich weiß zwar gerade nicht, was super läuft. Ist mal wieder so für mich aus dem. Achso. Wahrscheinlich das Würfeln. Es ist das Würfeln, was super läuft. Ja, komm dann. Ich frag ihn gleich nochmal kurz. Ja, so langsam bleibt uns auch ein bisschen Luft aus beim Kommentieren. Ja, nee, also ich bin eigentlich dabei. Das Ding ist, das eskaliert da jetzt gerade in der Mitte voll und ich... Man kann ihm nicht folgen so richtig, ne? Nee, das Ding ist ja tatsächlich so, die können sich da jetzt ein bisschen gegenseitig die Modelle raushauen. Pelage ist nach Hause gegangen. Corsair ist nach Hause gegangen. Und ich glaube, der Tobi überlegt jetzt gerade, wie er das anders macht, irgendwie, oder was er dann noch macht mit der Scalpel. Ich glaube, er ist auch noch bei der Scalpel-Aktivierung. So, wenn unser Bild gleich mal wieder ein Stückchen besser ist, was total schön wäre, dann können wir auch nochmal auf die Uhr gucken, weil ich glaube, so langsam... Nö, die sind beide noch über 10 Minuten, aber ich glaube, die waren, also eben waren sie ziemlich gleich auf. Mittlerweile dürfte Eise wieder ein bisschen vorne sein. Ja. Nice? Ja. Kalt wie ein kühles Bier. Okay. So. Scalpel haut irgendwo drauf. Ich denke mal auf Knuckles gerade. Warum auch nicht?
Ja, Tobi überlegt, weil der Knuckles, der hat noch Influence auf sich liegen, der war noch nicht dran, der Kraken war auch noch nicht dran. Frei nach dem Motto, was macht er da jetzt, ne? Das ist, glaube ich, das Potenzial von den beiden auch noch, da richtig einmal Damage reinzudrücken in der Gruppe, ne? Ja. Sowohl Knuckles als auch, aber ich glaube, Kraken hat nur einen Influence, der kann ja das also nicht wirklich. Der schickt halt irgendjemanden Knockdown zur Not. Und dann haut Knuckles halt Leuten ins Gesicht. Ne? Wenn du das sagst, wird das so sein. So ist es. Ah, guck. Ui, Uhrzeit. Uiuiui. Das sind schon mal gute. Das ist Crunch-Time, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Bei Minute 1 schon entschieden, dass er in die Glock drücken will? Ja, so in etwa. Nee, es war eine Pause. Oh Gott! Ich wollte gerade sagen, okay, hat er doch. Was denn? Ja. Ah, hey, das Problem ist, pass auf, also. Er hat die Ratte extra ins Cover gestellt. Das ist gegen Sakana nicht so schlau. Ja, erläuter mal. Weil Sakana. Hat er das überhaupt noch? Hat er das überhaupt mal? Nein, hat er gar nicht. Okay, Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Ich dachte mal, ich frage mal dumm nach, ne? Weil ich habe keine Ahnung, warum das jetzt nicht so schlau war. Nee, irgendwann, ich weiß gar nicht, ob Sakana das mal hatte oder hatte Mist das? Mach keinen Mist. Ja, Mist hat das sogar immer noch. Die Plus-Tag, wenn Leute im Cover stehen. Ja. Und verliert keinen dadurch, ne? Er kriegt effektiv einen. Er kriegt plus 2. Ja, verliert einen, kriegt plus 2. Ist voll gut. Und du stehst im Cover, dann treffe ich dich jetzt besser. Hä? Okay, Sakana bewegt sich. Ja, das will also jetzt tatsächlich das Tor schon schießen. Okay. Ja, das Tor jetzt zu schießen ist auch viel geiler als alles andere, weil zur Not kann er das Tor mit Knuckles oder mit Kraken auch nochmal schießen. Du meinst dann den Anschluss? Ja, nee, wo soll der Tobi denn den Ball hinkicken? Das war jetzt noch kein Torschuss? Nein, er haut noch gerade. Ja, genau, auch das Rattenvieh. Na, Baby? Habt ihr fertig gespielt? Und für wen war das gut? Ich glaube für Timmy. Für Timmy nicht so? Doch. Ich habe gehört, es war eine Zerberstung. So, Timmy hat also 12, oder? Mhm. Wer hat gekickt? Ich. Gegen Battle of War, oder? Mhm. Und dann bin ich schon fertig, oder? Torschuss ist spannend oder so. Und? Tor. Was? Haben wir irgendwas verpasst? Die finale Aktivität schon nee. Nein, wir haben. Isi ist bei 10. Gut, aber wenn er jetzt bei 8 wäre. Warum geben die sich da die Hand? Weil wir einen. Haben wir einen Takeout nicht mitgekriegt? Wir haben einen Takeout nicht mitgekriegt. Wir werden einen Takeout nicht mitgekriegt haben. Mensch, habt ihr ja gepennt, wa? Aber welchen? Nein, hast du den von Pelage schon markiert da bei den 6? Ich dachte eigentlich schon. Er hat. Nein, du bist bei 10, Isi. Oha, Isi, du bist bei 10. Jetzt haben sie abgeräumt. Ja. Gut, er hat ihm die Hand gegeben. Dann ist das Spiel zu Ende, muss man leider sagen, wenn er ihm die Hand gibt. Aber ist dem so, ja? Ich sehe das als alles klar, gutes Spiel. Dankeschön, aber spätestens, wenn er alle seine Figuren vom Tisch räumt, würde ich sagen, ist das Spiel vorbei. Ja, okay, wahrscheinlich haben wir aber, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Takeout nicht mitgeschnallt haben, ist, glaube ich, größer, als dass die sich am Tisch verzählt haben, oder? Nö. Ich glaube, die diskutieren das gerade so ein bisschen und sind auch nicht ganz so glücklich mit dem Ergebnis. Warte. Nein, das ist. Isi hat erst 10 Punkte. Wen hat er dann rausgenommen? Er hat doch nur. Ich habe jetzt gerade. Warte mal, das, was im Stream steht, stimmt gerade sowieso nicht. Er hat gerade den falschen. Skandal. Ja. Bestechung. Ja, das heißt Skandal, aber das ist. Halt nicht so schlau. Ja, können natürlich. Ah, das. Entschuldigung, ich irgendwie. Die Technik hat Probleme? Nein, nicht die Technik. Der Bediener. Nein, ich bin nicht die Technik. Ja, ist halt tatsächlich nur das Einzige, was ein bisschen nervig ist, weil wir das halt quasi restreamen müssen.
Aber das kriegen wir zunächst mal auch. Hängt der Scheiß halt immer ein bisschen. Ne? Ja. Wir machen das jetzt gerade so, das, was da hinten gefilmt wird, wird halt einmal gestreamt und wir gucken uns quasi diesen Stream hier an und kommentieren den und laden das dann hoch. Mhm. Dadurch hängt das halt ein bisschen. Aber dafür bei YouTube kriegst du das halt in Full HD mit Kommentar gelöst, den ganzen Kram. Und das Einzige, was wir halt noch hinkriegen müssen, ist, dass wir quasi den aktuellen Stream direkt kommentieren. Das ist einfach nur eine Kabellagenfrage letztendlich. Ja, und das kriegen wir. Schönes Setup. Das sieht ja, auch das insgesamt auch von dem, was man sehen kann und sowas, von dem Bild, alles echt schick. Ist ja schon von der Qualität her schon nicht verkehrt, was ihr macht, Jungs. Danke. Wir haben schon noch ein paar Ideen, um es noch ein bisschen zu verbessern. Ja, gerade die Einblendungen sind aktuell. Was? Moment. So, nackt, sag ich. Ja. Ich kann meine Haare in die Kamera rein. Da fragt jemand was im Chat. Moin, Skate. Was haben Sie rausgenommen? Am Anfang. Ja, genau. Was kam dann? Genau. Logibrid, du siehst es vollkommen richtig. Das fragen wir uns gerade auch, wo wir die zwei Punkte verpasst haben, die wir der Meinung sind, dass Eisi sie noch nicht hat. Einen Punkt habe ich auf alle Fälle. Dann hat Eisi ein Tor geschossen und dann davor hat Eisi noch Pelage rausgenommen. Genau. Eisi ist unserer Meinung nach gerade bei 10 Punkten. Aber gut, wie gesagt, die beiden haben sich anscheinend darauf geeinigt, dass das Spiel zu Ende ist. Dann ist das Spiel zu Ende. Da will ich dir nicht reinreden. Und danke, Lokibi, für das Lob. Ich bezog das auf den Stream. Ja. Ja, alles gut. Also wir machen hier ja auch nichts weiter. Zweimal kostet, zweimal Pelage, einmal zweimal kostet. Okay. Zweimal kostet, okay. Dann ist ja doch alles gut. Dann kannst du ja den Lukibi nochmal Bescheid geben hier. Zweimal kostet. Ja, das hat er bestimmt mitgehört. So so wie das hier reingepöbelt wurde in die Streaming-Ecke. Dann mache ich auch mal die zwei. Ich sagte ja schon, wenn das dann schon offiziell ist. So, dann. Oh, das tut mir leid, aber der Abend ist ja noch jung. Du kannst ja jetzt noch ein paar Stunden ranhängen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns am 25. oder 24. Ich muss gestehen, ich habe das Datum jetzt gerade nicht direkt im Kopf, aber ich schaue mal nach. Ich müsste das haben. Am 25. Januar ist das nächste Guild Ball Turnier bei uns. Den könnt ihr dann gerne wieder lauschen. Bis dahin haben wir bestimmt noch ein paar Sachen verbessert.